Ihr werdet jetzt gleich meine absolut krassen Warplay-Künste zu sehen bekommen, okay? Ich bin jetzt auch wieder ein paar Minuten später dran. Ich weiß, ich hänge immer hinterher, aber so ist das nun mal bei mir. Taucht mit mir in die Rolle ein des 20-jährigen James Scratch. Bin ich erstmal? Okay, bin hier in einer Höhle, mitten im Nirgendwo, alleine. Wo bin ich? Was ist hier los? Oha, was? Okay, wir sind ja auf jeden Fall nicht alleine. Hier sind anscheinend noch andere Leute, die sich hier eingesiedelt haben. Ich glaube, ich sollte mir erstmal ein bisschen Ausrüstung beschaffen. Wir sollten uns auf jeden Fall Verbündete suchen. Ich verschaffe mir mal ganz kurz einen Ausblick, okay? Okay, hier ist erstmal weit und breit nur Savanne und Wüste. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Wüste. Da ist was. Was ist das hier? Ein Tempel? Oha, was haben wir denn hier? Wir nehmen einfach mal alles mit, was hier drin ist. Okay, es war anscheinend nicht so dumm, in die Wüste zu gehen, auf jeden Fall. Wir schauen mal weiter, auf jeden Fall, würde ich sagen. Noch sind wir niemandem begegnet. Das finde ich ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, craften uns hier mal ein wunderschönes Boot. Let's go. Oh, wir haben ein Biom gefunden. Ein sehr seltenes. Und ein sehr sicheres Biom vor allem. Aber wirklich schön zum Bauen ist das halt hier gar nicht. Okay, ich töte mal hier eine Kuh. Es tut mir leid, ja. Dann kriege ich schon mal die Gelegenheit, so viel Leder und Fleisch zu kriegen. Es tut mir leid. Aber ihr müsst sterben. Jeder muss irgendwann sterben. Früher oder später macht keiner einen Unterschied. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ja, wir gehen weiter in diese Richtung, okay? Da hinten ist ein Tempel. Das wäre dann der zweite Tempel heute, ne? Piercing. Enchanteter goldener Apfel. Das ist halt insane. Noch ein enchanteter goldener Apfel. Okay, das ist sehr, sehr, sehr nice. Ich suche wirklich nach dem perfekten Ort, wo man leben kann, wo man bauen kann. Das wäre schon nice. Wir waren dann jetzt schon seit Tagen, Alter. Ah, nee. Das Schaf hat Kind. Das töte ich nicht. Oh, man. Wüste, ey. Ich laufe jetzt seit keine Ahnung wie lange die ganze Zeit durch eine Wüste. Ich habe keinen Bock mehr. Meine Nerven sind am Ende. Meine Beine sind schon so müde. Keine Wüste mehr? Keine Wüste mehr. Okay, nur weil jetzt hier keine Wüste mehr ist, heißt es nicht, dass es ein Spot ist, wo ich wohnen möchte. Okay, also schauen wir mal weiter. Okay, auf den ersten Blick schon mal ganz okay. Sumpf, ach, gar nicht. Gar nicht meins. Ich möchte gar nicht so krass weit weg. Ich habe halt nur einfach keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe halt keinen Bock auf Sumpf, keinen Bock auf Wüste. Ich bin in die komplett falsche Richtung gelaufen. Ah, da ist direkt eine Truhe. Nein, Typ mit Trident. Typ mit Trident. What the f... Wie viele Dinger sind denn da? So soll das hier nicht zu Ende gehen. Festland. Eine Wüste. Ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten nach 4000 Blöcken. Wüste und Ozean, was ich bewusst übersprungen habe, weil ich weder Bock auf Ozean habe, noch auf Wüste. Nach 4000 Blöcken finde ich wieder eine Wüste. Bitte sag mir wenigstens, also wir haben wenigstens Festland gefunden, okay? Das ist ja schon mal was. Nee, also ich sag's wie es ist, niemand hat Bock mich zu besuchen. Wir müssen uns was anderes suchen, wir müssen wieder zurück oder so. Okay, was habe ich gesagt? Wir haben einen Tempel gefunden. Schon wieder. Das ist der dritte Tempel heute. Vielleicht wird das Schicksal irgendwie, dass ich einen Tempel ziehe. Und natürlich ist dann daneben noch ein Dorf, ne? Es ist doch einfach nur perfekt. Pillager? Wollen wir einen Überfall machen? Wollen wir das? Ist es das, was wir wollen? Okay. Wir werden angegriffen. Rückzug, taktischer Rückzug. Okay, jetzt bist du dran. Uff. Ah, was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Lohnt es sich hier zu bleiben? Wir werden es herausfinden. Nein, kein Wait. Bitte kein Wait. Bin ich bereit für ein Wait? Vor allem nicht in der Nacht. Uff, aber hier ist an sich eine nice Location.
Ich gehe da jetzt ins Dorf und setze mir dort einen Spawnpoint, okay? Warte mal, was für Dorf eigentlich? Hä? Was denn für ein Dorf? Hier ist nicht... Oh mein Gott, habt ihr schon mal ein Dorf ohne ein einziges Haus gesehen? Hä? Wo sind denn dann die Dorfbewohner? Ah, einer ist hier. Ja, du bist so gut wie tot, das versichere ich dir. Ich könnte eigentlich schlafen gehen. Und somit auch die Phantomnacht beenden dann. Die ja dann jetzt eigentlich gleich starten sollte. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ich muss irgendwo ins Wasser. Ich hab den nicht angeguckt, oder? Ich glaube, wir sind da, wo ich sein möchte. Wir sind trotzdem noch übel weit weg vom Spawn, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm. Okay, hier bleiben wir vorerst. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Lager aufbauen, ja? Also es kann sein, dass es heute alles für den Arsch war. Scratch Army, richtig Scratch Army. Vielen Dank. Kuss geht raus. Haut rein. Ciao. Leute.